In diesem Film zeigt dir unser Bona-Techniker die einzelnen Schritte des Bona Home Systems. Mit hochwertigen Produkten und allen relevanten Informationen bietet dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung von Bona Home alles, was du für die erfolgreiche Renovierung deines Holzbodens benötigst. Die Anleitung zeigt dir die richtigen Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge. Du kannst sicher sein, immer die perfekten Produkte für dein persönliches Projekt einzusetzen, damit dein Holzboden wie neu aussieht. Bevor du mit der Renovierung deines Holzbodens beginnst, müssen sämtliche Möbel, Teppiche und Vorhänge aus dem Raum entfernt werden. Die Sockelleisten nur abnehmen, wenn du dadurch die Wand nicht beschädigst. Meist ist es besser, sie zu belassen. Nach hervorstehenden Nägeln suchen und diese mit dem Hammer versenken. Lockere Parkettblöcke solltest du festkleben oder fixieren. Suche insbesondere in der Nähe von Heizkörpern oder an Stellen mit früheren Wasserschäden danach. Den Boden fegen oder saugen, um losen Schmutz zu entfernen. Für ein bestmögliches Ergebnis muss der Boden etappenweise abgeschliffen werden, wobei das Schleifmittel mit jedem Schritt feiner werden muss. Für die meisten Holzböden ist es empfehlenswert, mit einer 40er-Körnung zu beginnen, dann eine 60er-Körnung und am Schluss eine 100er-Körnung zu verwenden. Mit dem ersten groben Schleifmittel soll die alte Beschichtung abgetragen und die Oberfläche geebnet werden. Das grobe Schleifmittel an der Schleifmaschine befestigen. Achte darauf, dass die Schleifwalze hochsteht, bevor du die Maschine startest. Starte den Motor. Senke die Schleifwalze langsam auf den Boden ab. Die Maschine muss immer leicht bewegt werden, während die Schleifwalze angehoben und abgesenkt wird. Stelle dir das wie ein Flugzeug vor, das sanft abhebt oder landet. Beginne links im Zimmer und schleife in Richtung des Holzes. Wir empfehlen bei Unebenheiten, den ersten Schleifgang diagonal durchzuführen. Hebe die Walze sanft an, wenn du an der Wand ankommst. Senke die Walze wieder ab und bewege dich auf der soeben geschliffenen Bahn rückwärts. Hebe die Walze an und beginne rechts daneben eine neue Bahn. Diese sollte etwa 5 bis 10 cm mit der vorherigen Bahn überlappen. Wenn der gesamte Bereich abgeschliffen ist, drehe die Maschine um und schleife die andere Seite des Raumes. Wiederhole diesen Vorgang so lange, bis der Boden eben ist und sämtliche Rückstände der alten Beschichtung entfernt sind. Leere den Staubsack immer aus, bevor er ganz voll ist, um eine optimale Staubaufnahme zu gewährleisten. Befestige eine Schleifscheibe mit 40er Körnung an der Randschleifmaschine und beginne in einer Raumecke mit dem Schleifen. Bewege die Maschine in kleinen Kreisen im Uhrzeigersinn von links nach rechts. Übe mit deinem Körpergewicht keinen Druck auf die Maschine aus, sondern lasse sie einfach arbeiten. Schleife so lange, bis die alte Beschichtung vollständig entfernt ist. Den Staubsack entleeren. Befestige an der Walzenschleifmaschine ein Schleifband mit 60er Körnung. Beginne in der entgegengesetzten Ecke mit dem Schleifen und arbeite in Holzrichtung. Bewege dich langsam und schleife auf derselben Bahn auch rückwärts. Den Staubsack entleeren. Befestigen Sie ein Schleifmittel mit 60er Körnung und schleifen Sie entlang der Ränder des Raumes, um Kratzer zu entfernen und die Oberfläche zu glätten. Wenn du die Fugen im Boden auffüllen möchtest, benötigst du etwas Schleifstaub zum Mischen mit dem Fugenkit. Den Staubsack leeren und den sauberen Schleifstaub aufheben. Verwahren Sie ihn in einem separaten Behälter. Nun wird die alte Beschichtung aus den Ecken entfernt. Am wirkungsvollsten geht das, wenn du den Großteil der alten Beschichtung mit einer Ziehklinge abträgst. Danach mit feinem Schleifpapier darüber schleifen. Die Fugen im Boden müssen nicht immer verfüllt werden, aber du verleihst ihm damit ein feineres, professionelleres Erscheinungsbild. Der Fugenkit ist für kleine Fugen von 0,1 bis 2 mm Breite und für formstabile Böden geeignet. Das Gebinde mit dem Fugenkit schütteln und dessen Inhalt mit dem vom Mittelschliff, K60, aufbewahrten Schleifstaub mischen. Dies kannst du entweder direkt auf den Boden geben oder in einen separaten Behälter, was einfacher wäre. Das Mischungsverhältnis beträgt in etwa ein Teil Schleifstaub zu drei Teilen Fugenkit. Die Konsistenz sollte der von Joghurt ähneln.
Gieße die Masse auf den Boden und verteile sie mit einer Edelstahlspachtel. Für bessere Ergebnisse muss der Auftrag diagonal zur Holzrichtung erfolgen. Wird die Masse zu dickflüssig und ist schwer zu verarbeiten, gib etwas Fugenkitt hinzu, um die Viskosität zu verringern. Für Fugen, die über den gesamten Boden reichen, sollst du eine größere Spachtel verwenden. Lasse die Masse 30 bis 60 Minuten trocknen. Bei größeren Fugen kann der Fugenkitt absinken und einen zweiten Auftrag erforderlich machen. Bei großen Fugen, Hirnholz- oder Dielenböden oder Parkettböden mit Faser wird das Verfüllen von Fugen nicht empfohlen. Befestige ein Schleifmittel mit 100er Körnung am Randschleifer und schleife an allen Rändern des Raumes entlang. Entferne schließlich den Fugenkitt und führe mit der Walzenschleifmaschine und einer 100er Körnung einen Feinschliff auf dem Boden durch. Gehe beim Schleifen systematisch vor und achte darauf, dass keine Kittrückstände mehr vorhanden sind. Zur Oberflächenbehandlung von Holzböden wird meistens Lack verwendet, weil er eine hohe Verschleißfestigkeit und Pflegeleichtigkeit besitzt. Im Gegensatz zu Öl und Wachs schenkt Lack dem Holz eine leichte Farbe, die natürlichem Holz am ehesten entspricht. Der Boden wird mit zwei verschiedenen Lacken behandelt. Zuerst mit einer Grundierung und dann mit einem Parkettlack. Die Grundierung sorgt für eine gut gefüllte Oberfläche und hebt die Färbung und Struktur des Holzes hervor. Der Parkettlack verleiht Haltbarkeit und ist für den Glanzgrad der Oberfläche verantwortlich. Vermeide direkten Sonnenlichteinfall auf den Boden und Zugluft, damit sich keine Partikel auf dem trockenen Lack absetzen. Staubsauge den Boden gründlich. Zum Auftragen benötigst du eine hochwertige Parkettversiegelungsrolle, einen Teleskopstiel, einen Pinsel und einen Behälter, in den du den Lack gießen kannst. Außerdem ist es ratsam, im Fall von Spritzen etwas Papier und eine Plastiktüte griffbereit zu haben und dir einen Ort zu überlegen, an dem du die Werkzeuge nach der Arbeit ablegen kannst. Das Gebinde gut schütteln. Die Grundierung kann direkt auf den Boden oder in eine Schale gegossen werden. Unterteile den Arbeitsbereich gedanklich in mehrere Abschnitte und überlege dir eine Reihenfolge für den Auftrag der Grundierung. Trage die Grundierung zunächst mit einem Pinsel an den inneren Ecken und entlang der Kanten des Bodens auf. Überstreiche die Kantenbereiche mit einer Rolle und trage die Grundierung rollend über den gesamten Abschnitt auf. Verteile das Produkt quer zur Maserung und rolle es entlang der Maserung aus. Du musst keinen Druck auf die Rolle ausüben. Lasse sie frei rollen und sei großzügig mit der Grundierung. Mache dann mit den Kanten im nächsten Abschnitt weiter und rolle den mittleren Bereich aus. Lasse die Abschnitte etwa 20 cm überlappen. Nachdem du den gesamten Boden behandelt hast, solltest du ihn vollständig trocknen lassen. Nach dem vollständigen Trocknen des Bodens die erste Schicht Parkettlack auf dieselbe Weise auftragen, wie soeben beschrieben. Für optimale Ergebnisse sollte die Überlappung nicht an der gleichen Stelle liegen. Lasse den Boden über Nacht oder mindestens für 10 bis 12 Stunden trocknen. Beim Lackieren des Bodens stellen sich immer einige Holzfasern auf und lassen die Oberfläche rau erscheinen. Darum empfehlen wir vor dem letzten Lackauftrag einen Zwischenschliff, um ein glattes Ergebnis zu erzielen. Dafür kannst du entweder eine Einscheibenmaschine mit einer 150er Körnung verwenden oder per Hand mit einem Schleifklotz arbeiten. Den Boden gründlich staubsaugen und den restlichen Staub mit einem Tuch wegwischen. Trage die zweite Lackschicht auf. Lasse den Boden 1 bis 4 Stunden trocknen. Fertig! Nach dem letzten Auftrag solltest du 24 Stunden warten, bevor du wieder Möbel im Zimmer aufstellst. Aber warte mindestens 2 Wochen, bevor du Teppiche auf den Boden legst. Viel Freude mit deinem renovierten Boden!